Herzlich willkommen bei Filmarchäologie. Mein Name ist Marius Meyer und wir reden heute mal über Abel Ferraras Meisterstück, einen von Abel Ferraras großen Filmen, den bekanntesten Abel Ferrara-Film. Wir reden auf jeden Fall über 1992 Bad Lieutenant. Wir reden über die Rolle schlechthin für mich für Harvey Keitel. Jetzt kann man natürlich sagen, er hat viel bekanntere Rollen gespielt, er hat viel wichtigere Rollen gespielt. Ja, das stimmt alles. Und man kann auch Bad Lieutenant, ich meine, es ist ein Klassiker, er wurde geremaked von Herzog. Das sind alles valide Argumente. Und manche Leute mögen das Remake sogar lieber, aber darum geht es mir hier nicht. Mir geht es darum, dass für mich dieser Film von Abel Ferrara quintessentiell alles beinhaltet, was ein großer, wichtiger und irgendwie auch einschneidender Film der 70er Jahre von New Hollywood haben sollte. Und jetzt sagt ihr, ja, aber es ist 1992. Ich meine, meine Freundin bräunt sich in der Südsee. Es ist viel zu spät. Ihr versteht, was ich meine. Warum reden wir jetzt noch über einen New Hollywood-Film? Weil, okay, technisch ist Bad Lieutenant kein New Hollywood-Film, okay. Aber ich finde, wenn ein Film den Geist von New Hollywood im Nachhinein wunderbar verkörpert, ist es Bad Lieutenant. Ist Bad Lieutenant ein fehlerfreier Film? Weiß Gott nicht. Bad Lieutenant hat zwischendurch schlechtes Schauspiel, hat angestrengt wirkende Figuren außerhalb von der Hauptfigur, hat eine sehr diffuse Handlung. Aber das, was dem Film ausmacht, ist für mich das Guerilla-Film. Einfach, wir filmen einfach an Schauplätzen in New York. Ist uns doch egal, ob wir dafür die Rechte haben. Das gibt dem Film so ein Gefühl von Unberechenbarkeit. Das, was New Hollywood so innewohnte, hat Abel Ferrara irgendwie geschafft, hier nochmal zu reaktivieren, zu wiederbeleben. Also der Film fühlt sich sehr, sehr stark wie ein Frankenstein-Film an. Er fühlt sich sehr zusammengeklebt an. Das Drehbuch ist sehr, sehr lose. Man denkt einfach, okay, es geht offensichtlich um diesen Cop, gespielt von Harvey Keitel. Und der hat, und das ist das Spannende, was den Film so interessant macht, es ist eigentlich eine durchlaufende Handlung, die so etwa den Zeitraum von einer Woche abbildet, plus minus. Und es geht darum, dass er als Ermittler, relativ hochgestellter Polizist, der immer wieder der verschiedene Mordfälle untersucht. Und dabei geht es aber nicht darum, dass wir hier eine Krimi-Handlung haben oder einen Thriller, sondern wir haben praktisch gesehen dieses Leben des Bad Lieutenants, der, naja, nicht nur versucht, das Gesetz zu achten und zu ehren, sondern auch zeitgleich, wie drückt man das am besten aus, selber schmutzige Finger hat. Er verkauft Drogen, er nimmt Drogen, er platziert Wetten für Freunde und ist selbst stark spielsüchtig, drogensüchtig. Und er klaut von verschiedenen Tatorten einfach Drogen. Und das alles in allem funktioniert sehr gut in dem Film, weil wir sympathisieren mit Harvey Keitel, gerade weil er am Anfang noch relativ sympathisch in die Handlung eingeführt wird. Aber über die Handlung hinweg verlieren wir einfach den Bezug zu ihm. Wir sehen uns von ihm entfremdet und wir folgen einfach über diese Szenen, diese Sequenzen hinweg, dieser Hauptfigur, die immer mehr sich selbst zerstört durch ihre Spielsucht. Und das ist das, was den Film so spannend macht. Wir sehen wirklich, wie jemand immer weiter in den Dreck abrutscht. Und das funktioniert so gut, weil Abel Ferrara wirklich darauf achtet, dass dieser Dreck den Film umgibt. Also Harvey Keitel rutscht nicht nur in der Handlung in den Dreck, sondern die ganze Darstellung, alles drumherum, wirkt auch, als würde Dreck auf die Linse des Zuschauers prasseln. Also er ist in den ekligsten Ecken von New York unterwegs, jetzt mag man sein. Ja, aber das ist doch der Geist von New Hollywood. Ist das nicht genau das, was auch sowas wie Taxi Driver so gut macht? Ja, aber Taxi Driver erzählt die Radikalisierung eines jungen Mannes
während seines Dienstes als Taxifahrer. Das möchte ich hier gar nicht sagen. Hier geht es nicht unbedingt darum, wann Harvey Keitel zerbricht. Die Frage, vielleicht ist er schon zerbrochen, ist ein desillusionierter Cop in der Großstadt. Welch ein Klischee. Aber das Spannende daran ist, dass dieses Klischee immer wieder so geremixt und umgedreht wird, dass man immer wieder durch diese Handlung ihn verfolgt, weil der Film hat zwei Stränge. Einerseits Harvey Keitels Handlungsverlauf, hat einfach was er macht den Tag über und zeigt gleich die Radioübertragung von Baseballspielen, auf die er wettet. Und wo wir immer wieder sehen, dass jedes Mal, wenn er ein Spiel verliert, er seinen Wetteinsatz verdoppelt. 1500, 3000, 6000 und er natürlich dadurch immer eine engere Schlinge um seinen Hals spannt. Und das ist das, was es so spannend macht für den Zuschauer, weil wir immer denken, du weißt doch selbst, dass das gerade falsch ist, mach das doch nicht. Man kann ja gar nicht intervenieren, aber man merkt, wie er von seiner Familie komplett entfremdet ist. Er schläft bei denen auf dem Sofa und sobald er erwacht, flüchtet er sich wieder in die Metropole. Und das ist ein sehr spannendes Element, weil es geht wirklich darum, wie er Prostituierte besucht, wie er in irgendwelchen dreckigen Absteigen Drogen nimmt. Und der Film ist da sehr besessen von, das nah zu zeigen. Also wirklich den Dreck einzufangen, den Dreck zu fokussieren und dem Zuschauer damit zu spiegeln, in was für einer Lage sich der Bad Lieutenant gerade befindet. Und das macht's so spannend, weil man will ja mit ihm sympathisieren, aber er nutzt auch jede Möglichkeit, um immer tiefer in die Probleme reinzurutschen. Man kann ihm eigentlich gar nicht mehr helfen, weil man immer als Zuschauer da steht und denkt jetzt so, und jetzt? Und hepp. Man will ihm so immer helfen, aus diesem Wasser, aus diesem Moor, wo er drin versinkt. Man will ihm immer die Hand reichen. Und das ist so ein spannendes Element, weil Abel Ferraras, man sieht es auch in den Behind the Scenes, es gibt sehr viele Szenen, die sind halt einfach so halb zusammengeschossen. Das ist dann so, ja, Kameramann setzt sich hinten hin, wir drehen hier irgendwie eine Szene, wo er die Straße runterfährt. Und dadurch, dass der Film so fragmentarisch wirkt und manchmal auch einfach so Szenen kommen, wo okay, er nimmt Drogen, er ist irgendwo in einem Apartment, kauft Drogen. Das sind einfach so Szenen, die auftauchen und den Zuschauer immer dazu zwingen, diese Distanz wieder einzunehmen, weil man kann nicht die ganze Handlung mitverfolgen. Man ist so sporadisch dabei. Es fühlt sich so an wie so ein Roman, wo wenn man dann umgeblättert und das nächste Kapitel beginnt, dann sind ein paar Stunden vergangen. Und das macht es so unangenehm, weil man immer wieder sieht, egal wie weit ich in diesem Buch noch blätter, wie weit ich diesen Film noch gucke, er wird sich nicht mehr fangen. Und das kann man so wenig aushalten, weil einfach der Spaß ist ganz offensichtlich vorbei. Der Spaß an den Drogen, der Spaß am Alkohol, am Spiel. Jetzt geht es wirklich darum, dass ein Mann ausrutscht, hinfällt und stirbt. Beziehungsweise weil er nicht stirbt, weil er sich am Ende errettet. Weil der Film hat sehr viele interessante Elemente. Er benutzt die Kirche und den Katholizismus auf eine spannende Art, weil er immer wieder die Kirche einbindet und damit auch die Frage nach einer Form von Erlösung aus diesem ganzen Moloch rauszukommen. Diese Frage stellt er immer wieder, kann man in so einer Stadt denn überhaupt was anderes sein als ein verdorbener Kopf? Kann man denn überhaupt rein sein? Und das fragt der Film auf eine sehr clevere Art, indem er immer wieder an den Zuschauer appelliert und sagt, jetzt guck dir diesen Mann an. Glaubst du, der wird es schaffen, aus dieser Hölle wieder auszubrechen? Bist du dir da sicher? Und das macht total Spaß. Ein toller Film, weil man immer wieder sieht, wie es gibt Momente, wo man denkt, dass Harvey Keitels Figur aus diesem Dreck ausbrechen könnte. Aber das kann sie einfach nicht. Und das wird eigentlich unterstützt durch. Es gibt wenig externe Faktoren. Es gibt wenig, was auf ihn einprasselt an negativen, nennen wir es mal. Es ist oft so, dass er einfach durch die Umstände gezwungen wird. Es fand ich sehr unterhaltsam, weil man hat keinen klaren Antagonisten, außer jemand, der sein eigenes Schicksal hat aus den Händen gleiten lassen und der jetzt
ja, einfach im Strudel der Großstadt gefangen ist. Gefiel mir sehr gut. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr Bad Lieutenant fandet und ob ich mal was zum Remake sagen soll. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.